haben uns entdeckt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch den Rücken frei. Ja, wir können die Scharfzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Beeilt euch! Rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Idri, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Scharfzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann reiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na, so wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr? Gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Scheint Spaß zu machen. Werf so ein Ding zu mir. Oh!
ihr Bauchschleifer! Lasst meine Tochter zufrieden. Huh. Macht, dass ihr wegkommt. Verschwindet. Ich hab euch doch gesagt, es war ein Dreihorn. Sorgen wir dafür, dass sie nie wieder zurückkehren. Ich hab ja gesagt, sie ist in der Nähe. Ist sie das? Ist das die Eiermutter? Ich würde sagen, ja. Und sie will ihre Eier zurückhaben. Na schön. Hip und ich werden sie ablenken. Und die anderen versuchen, den See hinter den Bäumen zu erreichen. Da treffen wir uns dann. Jetzt komm schon, Hip. Reiß dich zusammen. Hey, hier drüben sind wir. Sieh mal, was wir hier haben. Schnell, renn zu den Bäumen. Wenigstens hat er sie abgelenkt. Das ist meine Chance. Nein! Verzieh dich! Schon gut. Also, danke gleichfalls.
Chirper! Wir ziehen auf mein Zeichen! Jetzt! Danke, Petri. Das ist für dich, du mieser alter Schafzahn. Ich komme, Freunde. Eins unserer Kinder, Ducky. Da lang, schnell. Oh. Ich komme, Ducky. Alter, mieser Schafzahn. Dich mit deinen Freunden schnell in Sicherheit! Hier lang, Kinder, folgt mir! Wir müssen weiter! Wir dürfen sie nicht hier durchlassen! Sie
Sie haben es auf die Kinder abgesehen. Bleib dicht zusammen. Wir werden Hilfe holen. Bleibt, wo ihr seid, ihr Scharfzähne! Sie drehen wieder um! Ja, aber warum? Irgendetwas Furchtbares scheint da oben vor sich zu gehen. Bleibt stehen, ihr Angstdinos! Ich zuerst! Hilf! Seht doch! Oh nein! Papa! Großvater! Auf den Damm rauf, Kinder, da seid ihr sicher. Nun macht schon! Aber was wird aus den Erwachsenen? Klettert da rauf! Ich kümmere mich um den Rest! Komm schon! Hey, sieh mal, dein Vater riskiert sein Leben! Oh, was für ein Trottel! Er ist kein Trottel! Papa! Hey, ihr kriegt mich nicht! Hilf! Die Erwachsenen haben es geschafft! Ja! Ich verdrück mich lieber. Das geschieht, Scharfzahn, richtig. Eher größere Angeber wie du. Hey, werd bloß nicht frech. Komm, Freunde, wir schmeißen noch mehr Steine auf sie. Seid ihr verrückt? Ehe ihr den Brocken bewegt, haben die Scharfzähne sich längst mit euren Knochen die Zähne gesäubert. Aber wir müssen es versuchen. Macht Platz, ihr Frischlinge. Nein, so wird das nicht. Hip! Ach, vergiss ihn, Littlefoot. Er ist ein Blödmann. Wen nennst du hier Blödmann? Etwa mich? Und jetzt helft mit. Na, macht schon. So, alles klar? Und jetzt zugleich. Lasst unsere Kinder in Ruhe, hört ihr? Wir müssen dem Kampf mal ein Ende machen. Ja, zeigen Sie den Scharfzähnen, wie hier das Sagen hat. Seht doch Wasser! Wir haben das Wasser befreit! Ich dachte, ich würde schneller einen Scharfzahn treffen. Ja, was soll's? Dann suche ich mir eben morgen einen Scharfzahn. Jetzt mach ich erstmal ein Nickerchen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt. Aber vielleicht können wir ja Freunde sein.
Spanisch. Zu unterrichten ist schwieriger, als ich dachte. So viel zum Thema Freunde finden. Berg, dann werden mir die Schafzähne nicht folgen. Das würde ich auch nicht machen. Unter diesem Baum, da wird er uns nicht finden. Tolle Idee, Nestling. Seht was! Jetzt nicht, Petri! Doch! Petri, folge! Steinstarke Idee, Petri! Nichts wie rauf! Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst. Sieht schmal aus. Genau, für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal. Chomper, musst du immer so lang sein? Das war ganz schön knapp. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste endet schneller, als wir denken. Sehen. Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Ja.
Ich seh mal nach. Sei vorsichtig. Littlefoot. Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chomper und Ducky zu retten. Ach, immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Spike! 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 Huh? Sogar meine Schritte haben einen Zurücksprecher. Damn it. Ducky!
das gerade? Ach so, ich verstehe. Ach, es hat keinen Sinn. Warum lasst ihr mich nicht einfach hier zurück? Das können wir doch nicht tun. Ich halte euch nur auf. Und ich kann keinen einzigen Schritt mehr laufen. Ich kann mich natürlich auch irren. Weg hier, weg! Was sind da los? Was mache ich hier eigentlich? Ich sollte die Jungen beschützen und nicht wie ein Feigling einfach weglaufen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Naja, er riecht auch ziemlich tot. Na komm schon, du schaffst das. Halb so wild. Das ist doch nur ein großer, toter Schafzahn. Könnte auch ein Haufen Dreck sein. Ein großer Haufen Dreck mit großen, scharfen Zähnen. Ich brauche einen Stock oder irgendwas in der Art, um sein Maul aufzukriegen. Schnell ein und dann nichts wie weg. Wer weiß, wie lange der Stock hält. Oh ja, der hier sieht nicht schlecht aus. Ach, der steckt aber ziemlich fest. Ich schaff das schon. Oh, hui, ganz schön windig hier drin. Momentchen mal. Ich bin doch jetzt in dem Maul eines Schafzahns. Hier drin kann es doch nicht windig sein. Es sei denn, er atmet. Aber wenn er atmet, dann heißt das, dass er lebt!
glaube, ich habe mich verirrt. Ich will kein einsamer Dinosaurier mehr sein. Lauf weg, Littlefoot! Ihr seid mir gefolgt? Tun wir das denn nicht immer, hä? Ihr seid wahre Freunde. Ich hoffe nur, dass Großvater es schafft. Er macht ganz gut. Bis jetzt jedenfalls. Ich muss ihm helfen! Ja? Oh, sie kommen wie immer genau im richtigen Augenblick. Ist vermutlich einfach nur Glück. Wir haben Glück, dass Scharfzähne nicht besonders hell sind.